Da wir hier alle so gemütlich zusammensitzen, Sie haben es auch schon gehört an der Stimme unseres Generalmanagers, dieses Klanghaus, wie wir es immer so groß und toll in den Katalog reinschreiben, hat eigentlich eine ganz plumpe Akustik. Hört sich nicht anders an, wie vielleicht zu Hause im Wohnzimmer. Das liegt einfach daran, dass hier auf einem Schiff nicht, wie es aussieht, Holz verbaut ist, sondern dass alles angemalter Stahl ist. Daher haben wir uns eine ganz besondere Technik einfallen lassen, um diesen Raum zum Leben zu erwecken. Und diese Technik darf ich Ihnen jetzt vorführen. Ich kann nicht besonders gut singen, also lassen wir das. Ich kann auch nicht Klavier spielen. Aber ich habe einen wundervollen Techniker da oben sitzen, den Max. Und ich bitte dich jetzt mal, unsere Kathedrale einzuschalten. Max. Herzlich willkommen in unserer Kathedrale auf der Main Schiff 4. Hier können wir natürlich wundervolle Konzerte spielen, ganz tolle Lesungen geben und den Raum mit Leben zu erfüllen. Hört ihr das? Ohne Mikrofon. Ja? Max, darfst du wieder ausschalten, gesungen wird halt nicht. Das alles machen wir mit, ihr habt es vorhin noch mal erklärt, ich sage immer 15, ich glaube es sind aber tatsächlich 12 Mikrofone, die hier oben in der Decke verbaut sind, die einfach die Akustik aufnehmen. Und über so ein Steuergerät können wir auswählen, wie möchten wir das wiedergeben. Das heißt jetzt für klassische Konzerte mit sehr viel Hall in verschiedenen Stufen, für moderne Konzerte sind hier unzählige Subwoofer und Boxen verbaut. Also wir können diesen Raum so multifunktional wie nur möglich nutzen. Und das machen wir auch während der Reise mit ganz tollen und verschiedenen Programmen hier. Und dieses Klanghaus ist definitiv ein Highlight. Auf der Main Schiff 5 nur auch nochmal ganz kurz die Anmerkung, heißt es nicht mehr Klanghaus, sondern Studio. Und das hier ist unser Konferenzraum, da können wir eine Wand zwischenschieben. Im Studio ist dieser Konferenzraum eine Bar geworden. Also müsst ihr euch vorstellen, steht da hinten noch eine Bar, hier schwere Ledersessel, also auch richtig lässig. Wir wollen einfach noch so ein bisschen modernere Animation gehen. Und diese Bühne nutzen unsere kompletten Künstler, ob Theater, Sänger, Orchester, also alles, was wir an Bord haben. Ich hoffe, die Vorführung war grandios und jetzt wäre ein Standing Ovation Time. Max, können wir für die Gruppe die Taschen, die Seiten nutzen?